Ja, moin. Moin, Leute. Moin zum neuen Spiel. Sloth Patrol. Ein neues Desuga-Game am Start hier mal wieder. Keine Ahnung, worum es geht. Los geht's. Lass ich da einfach mal sagen. Wir gehen Survival oder Story. Ich hab's irgendwie. Wir machen's. Ich weiß nicht, was wir survivalen sollen. Aha, ein Raumschiff. Nein. Okay, das ging jetzt. Steuerung muss man mal kurz schauen. USA, nein. Kanada. Nee, Germany. So, Deutschland. Wir machen Deutschland. Wir sind Deutsch. Deutschland. EU. So. New Highscore. Machen wir einfach nochmal Retry. Dann haben wir nochmal volle Kanne rein. Also wer hier anscheinend das Bedürfnis hat, mal richtig drauf und die Hand zu hauen, der ist hier mit diesem Spiel vollkommen verdient. Okay, also man reckt schon bei der kleinsten Rührung mit jemand anderem. Also man schießt hier einfach als kleines Raumschiff mit dem Bild um sich. Bin ich schon direkt, weil ich so ein scheiß komisches Magnetding getroffen habe. Was auch immer das ist. Gut. Highscore 50.000. Was? Highscore 50.000? Oh, Slowdown. Was ist das Slowdown? Was ist denn das Slowdown? Hätte ich da jetzt Punkte gekriegt oder was? Ein kleines Haut drauf Massaker Game hier. Sloth Patrol zu empfehlen, nur wer hier Langeweile hat und sagt hier, ich brauche mal ein richtiges Spiel, wo ich einfach mal meiner Wut freien Lauf lassen kann. Ich aber auch nicht allzu doll belohnt werde, denn wir haben es gesehen, wie oft ich gereckt bin, nur weil ich mit einem so einem kleinen Teil zusammengestoßen bin. Das heißt, hundertprozentig, das Spiel ist jetzt nicht überbewertet. Was die Leichtigkeit angeht, sondern man muss hier schon hier aufpassen, ist jetzt aber nicht gerade sehr anspruchsvoll gestaltet. Deswegen würde ich da einen mittleren Daumen, wenn man das jetzt so sagen würde, mittelmäßig gut würde dieses Spiel für mich ankommen. Und das wäre eigentlich soweit von mir. Bis zum nächsten LP. Euer Alex. Ciao.